السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تلك Deutsch A2 Schule Übungstest 1 Hören Teil 1. Du hörst jetzt gleich die Aussagen von 5 Personen. Dazu sollst du 5 Aufgaben lösen. Entscheide beim Hören, ob die Aussagen 19 bis 23 richtig oder falsch sind. Markiere deine Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 19 bis 23. Du hörst die Texte 2-mal. Markiere Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Bitte lies jetzt die Aufgaben 19 bis 23. Dazu hast du eine halbe Minute Zeit. Hallo Leute, willkommen bei Jump, dem Radio für junge Leute. Heute wieder mit einem tollen Thema, Sport. Wir haben junge Leute gefragt, welchen Sport sie gern machen. Hier ihre Antworten. Aufgabe 19. Mein Lieblingssport? Ich spiele gern Tennis. Wenn ich aus der Schule komme und meine Hausaufgaben gemacht habe, gehe ich in den Tennisclub. Dort spiele ich im Sommer 4-mal in der Woche. Im Winter sind wir in einer Halle. Das macht nicht so viel Spaß. Da spiele ich dann auch nur 1-mal in der Woche. Mein Lieblingssport? Ich spiele gern Tennis. Wenn ich aus der Schule komme und meine Hausaufgaben gemacht habe, gehe ich in den Tennisclub. Dort spiele ich im Sommer 4-mal in der Woche. Im Winter sind wir in einer Halle. Das macht nicht so viel Spaß. Da spiele ich dann auch nur 1-mal in der Woche. Aufgabe 20. Ich liebe Sport. Montags spiele ich Fußball, dienstags gehe ich schwimmen und mittwochs spiele ich wieder Fußball und so weiter. Natürlich habe ich auch in der Schule Sport. Das ist mein Lieblingsfach. Wir haben ja einen tollen Lehrer. Nach der Schule will ich ein richtiger Sportler werden, also von Beruf. Vielleicht werde ich Fußballspieler. Ich liebe Sport. Montags spiele ich Fußball, dienstags gehe ich schwimmen und mittwochs spiele ich wieder Fußball und so weiter. Natürlich habe ich auch in der Schule Sport. Das ist mein Lieblingsfach. Wir haben ja einen tollen Lehrer. Nach der Schule will ich ein richtiger Sportler werden. Also von Beruf. Vielleicht werde ich Fußballspieler. Aufgabe 21. Mein Lieblingssport? Als ich jünger war, habe ich viel Sport gemacht. Ich war sogar der Beste im Schwimmverein. Aber jetzt finde ich Sport ziemlich langweilig und bin auch schon lange nicht mehr im Verein. In der Schule muss ich natürlich zum Sportunterricht. Aber in der Freizeit? Ja, Freunde treffen, ins Kino gehen
Das ist doch viel besser. Mein Lieblingssport? Als ich jünger war, habe ich viel Sport gemacht. Ich war sogar der Beste im Schwimmverein. Aber jetzt finde ich Sport ziemlich langweilig und bin auch schon lange nicht mehr im Verein. In der Schule muss ich natürlich zum Sportunterricht. Aber in der Freizeit? Ja, Freunde treffen, ins Kino gehen, das ist doch viel besser. Aufgabe 22. Als Kind bin ich mit meinen Eltern im Winter immer Ski gefahren. Das hat mir nicht gefallen. Es war immer kalt und auch anstrengend. Skifahren ist einfach nicht für mich. Aber eine Freundin hat mich mal zum Handball mitgenommen. Das war echt toll. Und jetzt spiele ich einmal in der Woche Handball. Im Verein. Zusammen mit meiner Freundin. Als Kind bin ich mit meinen Eltern im Winter immer Ski gefahren. Das hat mir nicht gefallen. Es war immer kalt und auch anstrengend. Skifahren ist einfach nicht für mich. Aber eine Freundin hat mich mal zum Handball mitgenommen. Das war echt toll. Und jetzt spiele ich einmal in der Woche Handball. Im Verein. Zusammen mit meiner Freundin. Aufgabe 23. Sport? Na klar, ich liebe Fußball. Ich spiele sogar in einem Club. Normalerweise ist jeden Samstag ein Spiel. Und dienstags und donnerstags trainieren wir immer. Mein Bruder ist auch in diesem Club. Leider hat er sich das Bein verletzt und kann zurzeit nicht spielen. Aber er schaut natürlich immer zu, wenn ich spiele. Sport? Na klar, ich liebe Fußball. Ich spiele sogar in einem Club. Normalerweise ist jeden Samstag ein Spiel. Und dienstags und donnerstags trainieren wir immer. Mein Bruder ist auch in diesem Club. Leider hat er sich das Bein verletzt und kann zurzeit nicht spielen. Aber er schaut natürlich immer zu, wenn ich spiele. Ende Teil 1. Hören Teil 2. Du hörst jetzt zwei kurze Aufnahmen. Höre genau zu und entscheide, ob die Aussagen 24 bis 25 richtig oder falsch sind. Markiere Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Du hörst die Texte zweimal. Bitte lies jetzt die Aufgabe 24. Dazu hast du 15 Sekunden Zeit. Aufgabe 24. Hier eine wichtige Durchsage. In den Räumen aller 8. Klassen müssen morgen die Stromleitungen überprüft werden. Deshalb haben die Klassen 8a und 8b morgen erst ab der 2. Stunde Unterricht. Für die Klasse 8c endet der Unterricht nach der 4. Stunde. Für die Klasse 8d nach der 5. Stunde. Übermorgen ist für alle Klassen unterrichtsfrei wegen eines Lehrerausflugs.
Wir bitten alle, diese Änderungen zu beachten. Hier eine wichtige Durchsage. In den Räumen aller 8. Klassen müssen morgen die Stromleitungen überprüft werden. Deshalb haben die Klassen 8a und 8b morgen erst ab der 2. Stunde Unterricht. Für die Klasse 8c endet der Unterricht nach der 4. Stunde. Für die Klasse 8d nach der 5. Stunde. Übermorgen ist für alle Klassen unterrichtsfrei wegen eines Lehrerausflugs. Wir bitten alle, diese Änderungen zu beachten. Bitte lies jetzt die Aufgabe 25. Dazu hast du 15 Sekunden Zeit. Aufgabe 25. Guten Abend. Willkommen bei Zoom, Ihrem Supermarkt. Hier unser Superangebot für heute Abend. Zahlen Sie 50% weniger für alle Haarshampoos. Ja, Sie haben richtig gehört. 50% weniger. Kaufen Sie 2 Flaschen Shampoo und Sie zahlen nur für eine. Also, 2 Flaschen kaufen, nur eine bezahlen. Und noch ein Angebot. Nur heute bei Zoom. Schokolade von Quality. Kaufen Sie 2 Tafeln Schokolade von Quality, zahlen Sie nur für eine. Und die andere erhalten Sie kostenlos dazu. Überlegen Sie nicht lange. Diese Angebote gibt es nur heute Abend in Ihrem Zoom-Supermarkt. Guten Abend. Willkommen bei Zoom, Ihrem Supermarkt. Hier unser super Angebot für heute Abend. Zahlen Sie 50% weniger für alle Haarshampoos. Ja, Sie haben richtig gehört. 50% weniger. Kaufen Sie 2 Flaschen Shampoo und Sie zahlen nur für eine. Also, 2 Flaschen kaufen, nur eine bezahlen. Und noch ein Angebot. Nur heute bei Zoom. Schokolade von Quality. Kaufen Sie 2 Tafeln Schokolade von Quality, zahlen Sie nur für eine. Und die andere erhalten Sie kostenlos dazu. Überlegen Sie nicht lange. Diese Angebote gibt es nur heute Abend in Ihrem Zoom-Supermarkt. Ende Teil 2. Hören Teil 3. Du hörst jetzt 5 kurze Aufnahmen. Höre genau zu und entscheide, ob die Aussagen 26 bis 30 richtig oder falsch sind. Markiere Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Du hörst die Texte 2-mal. Aufgabe 26. Sehr geehrte Damen und Herren, auf unserer Rundfahrt heute Morgen werden wir am Tiergarten entlangfahren und dann zum Brandenburger Tor laufen. Wir sehen auch den Reichstag, das deutsche Parlament. Leider haben wir keine Zeit, in den Reichstag zu gehen. Vielleicht bei Ihrem nächsten Besuch.
Sehr geehrte Damen und Herren, auf unserer Rundfahrt heute Morgen werden wir am Tiergarten entlangfahren und dann zum Brandenburger Tor laufen. Wir sehen auch den Reichstag, das deutsche Parlament. Leider haben wir keine Zeit, in den Reichstag zu gehen. Vielleicht bei Ihrem nächsten Besuch. Aufgabe 27. Hallo, hier ist Anna Maria. Du, am Samstag feiere ich meinen Geburtstag. Bei uns zu Hause. Du weißt ja, wo wir wohnen. Wir fangen um 4 Uhr an. Wenn das Wetter schön ist, wollen meine Eltern grillen. Markus und Emily kommen auch. Wenn es regnet, bleiben wir alle im Haus. Ach, noch was. Das habe ich fast vergessen. Isst du eigentlich alles? Fleisch und so? Oder bist du Vegetarierin? Ruf einfach kurz an. Danke. Bis Samstag. Tschüss. Hallo, hier ist Anna Maria. Du, am Samstag feiere ich meinen Geburtstag. Bei uns zu Hause. Du weißt ja, wo wir wohnen. Wir fangen um 4 Uhr an. Wenn das Wetter schön ist, wollen meine Eltern grillen. Markus und Emily kommen auch. Wenn es regnet, bleiben wir alle im Haus. Ach, noch was. Das habe ich fast vergessen. Isst du eigentlich alles? Fleisch und so? Oder bist du Vegetarierin? Ruf einfach kurz an. Danke. Bis Samstag. Tschüss. Aufgabe 28. Hallo, liebe Kinder. Jetzt heißt es wieder Zeit für Tiere mit Michael Kaminski. Michael geht heute mit uns in den Tierpark Hagenbeck. Dort sind gerade Tigerbabys zur Welt gekommen. Aber keine Angst, wenn die Tiger so klein sind, kann nichts passieren. Aber Vorsicht vor der Tigermama. Sie passt auf die Kleinen auf und wird Michael nicht in ihre Nähe kommen lassen. Nun aber zu Michael. Hallo Michael, wo bist du gerade? Hallo, liebe Kinder. Jetzt heißt es wieder Zeit für Tiere mit Michael Kaminski. Michael geht heute mit uns in den Tierpark Hagenbeck. Dort sind gerade Tigerbabys zur Welt gekommen. Aber keine Angst, wenn die Tiger so klein sind, kann nichts passieren. Aber Vorsicht vor der Tigermama. Sie passt auf die Kleinen auf und wird Michael nicht in ihre Nähe kommen lassen. Nun aber zu Michael. Hallo Michael, wo bist du gerade? Aufgabe 29. Achtung, Achtung! Meine Damen und Herren, liebe Kinder! Heute schließen wir früher als sonst. Bitte verlassen Sie das Schwimmbad vor 17 Uhr. Bitte gehen Sie rechtzeitig zum Ausgang. Es tut uns leid, aber heute muss das Schwimmbad gereinigt werden.
Morgen früh sind wir wieder für Sie da, ab 7 Uhr. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Und nun für die restliche Zeit im Wasser viel Spaß. Achtung, Achtung! Meine Damen und Herren, liebe Kinder, heute schließen wir früher als sonst. Bitte verlassen Sie das Schwimmbad vor 17 Uhr. Bitte gehen Sie rechtzeitig zum Ausgang. Es tut uns leid, aber heute muss das Schwimmbad gereinigt werden. Morgen früh sind wir wieder für Sie da, ab 7 Uhr. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Und nun für die restliche Zeit im Wasser viel Spaß! Aufgabe 30. Willkommen in unserem schönen Hotel im Schwarzwald. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise. Zuerst möchte ich Ihnen gern unsere Fitnessräume und das Schwimmbad zeigen. Die Fitnessräume sind vormittags geschlossen, dann aber von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Hier links ist der Eingang zum Schwimmbad. Das Schwimmbad ist von morgens 7 Uhr bis abends 23 Uhr geöffnet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Willkommen in unserem schönen Hotel im Schwarzwald. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise. Zuerst möchte ich Ihnen gern unsere Fitnessräume und das Schwimmbad zeigen. Die Fitnessräume sind vormittags geschlossen, dann aber von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Hier links ist der Eingang zum Schwimmbad. Das Schwimmbad ist von morgens 7 Uhr bis abends 23 Uhr geöffnet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ende des Subtests hören.